So, Freunde, willkommen zum letzten Tag des Bonus-Booster-Turniers. 4 Sterne, gelb ist gesperrt und ich bin froh, wenn dieses Kack-Turnier vorbei ist. Ja, da war schon theoretisch der erste Piep in diesem Video. Das ist einfach ein. Das hilft mir hier auch nicht. Ja, also 25%. Wir waren dauerhaft auf E, die Angriffe sind scheiße, also weiter Piep. Es macht keinen Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja. Der Spaßfaktor hielt sich hier stark in Grenzen. Überlege, weil wir können durch die Mitte hier da nichts machen. Das heißt, wir nehmen Rot und Grün mit. Wir brauchen für Cyprian jemanden mit Gegenschlag, der Gegenschlag wegnimmt. Das wäre in dem Fall Ketmon. In Rot habe ich da keinen. Ich habe auch nur einen Heiler dabei. Heißt, wir nehmen eigentlich Ketmon mal raus und nehmen Melindor mit. Dann haben wir wieder 2 Heiler dabei. Ja, und dann müssen wir einfach beten, würde ich sagen. Ach. Wenn wir die Roten hochholen, dann geht der Grüne da hin und wir haben ein grünes Match, ein Vierer-Match. Das Ding ist halt einfach, danach werden wir wieder nichts haben. Kannst du fest von ausgehen? Das ist jetzt schade. Wenn ich die spiele, gehen die Gelben hoch und dieser Grüne geht hier hin. Dann haben wir im nächsten Zug, können wir den runterziehen und haben nochmal 3 Grüne. Alternativ spielen wir die hier. Die Blauen, die gehen dann in die Gelben. Und wir können dann Rot runterziehen. Haben vielleicht dann hier auch noch die Chance, dass da drunter noch ein Grüner ist. Und dann können wir diese Combo auch spielen. Okay. Ja, Cyprian löst natürlich jetzt aus. Nehmen erstmal nochmal die Roten. Jetzt machen wir die Combo. Da. Irgendwie muss ich ja an Cyprian vorbeikommen, ne? Machen das mal eben. Mit unsere Jungs. Ach Mann, das sollte nicht sein. Ja, sicher. Natürlich. Warum hebe ich mir Hänsel eigentlich auf? Jetzt mal ohne Witz. Ich hebe ihn mir auf, damit ich dann erst. Das war der Witz dabei. Ich wollte hier nur ghosten, weißt du? Nur ghosten, damit Saruman, damit Melindor hier fertig ist. Er den Bonus wegnimmt, die Boni wegnimmt, den Gegenschlag wegnimmt und dann kommt Hänsel und fertig. So. Das war der ganze Plan. Für gar nichts. So, Wilbur brauchen wir nicht machen. Sonja und Ketmon lösen gleich aus. Heißt, wir gucken. Dass wir Dingens wegkriegen. Die Votus. Immerhin. Machen wir ruhig an. Müssen wir unsere Jungs ein bisschen schützen. Wäre eigentlich schön, wenn wir jetzt mal Heilung kriegen würden. Perfekt. So, jetzt sollten wir nicht Sonja oder Ketmon irgendwie triggern, damit wir erstmal uns ein bisschen aufheilen können. Guck, wie lange es dauert, bis ich mir hier mal irgendwie Rot wieder zusammenspielen kann. Das ist doch scheiße, ist das. Wo ist der Witz überhaupt? Dann kriegst du 3 Steine und das war's wieder. Umfang mache ich noch nicht, weil Sonja wird wieder alles wegnehmen. Ach, natürlich. Natürlich. Den einzigen, den du wieder weghauen kannst, ne? Ich hoffe. Freust dich da sehr stark drüber, Sonja. Ach komm, Junge. 560.
Wie viel hat er nur so ein Scheiß vorher wieder? Bin ich mal wieder nicht auf Catmon geachtet, der nimmt mir jetzt wieder alles weg. Das ist mir jetzt auch egal. Dieses Turnier ist wirklich ein reines Ärgernis. Wirklich. Ärgert mich nur. Und ich spiele es auch wirklich nur wegen den Emblemen. Und weil ich dann mal andere Helden nehmen kann. Aber hat auch wenig Sinn. So, jetzt müssen wir eigentlich das mal eben anmachen, weil Sonja wird mir sonst wahrscheinlich, geht die jetzt hier auf Wilbo und wird mir den raussnipen. Ja, doch nicht. Macht Catmon jetzt wahrscheinlich. Auch nicht. Was ist denn da los? Jetzt hat er Mitleid. Und wir müssen wieder irgendwo wieder betteln. Ah, jetzt muss ich das Board auch noch neu bewegen. Er erstickt da hinten in Minions. Wir können nichts machen, weil wir nichts haben. Ah, je. Super. Gib mir einfach Steine, dann müssen wir nicht hier im Tiebreak sein. Hasse dich. Zweimal wieder auf den gleichen, ne? Ah. Also ihr seht, was das für eine schwere Geburt hier ist. Ja, jetzt ist er down, da muss man jetzt nicht 6 Steine hinterherballern. Habe ich wieder nichts unter ihm. Jetzt kann ich wieder hier spielen. Oh Mann, ey. Kannst du mir jetzt auch mal hier irgendwas unter Catmon geben? Okay, dann. Hat er wieder 2 Minions, jetzt macht er gleich wahrscheinlich noch einen 3. Minion. Da hätte ich was gehabt, da hätte ich wenigstens ein grünes Steinchen unter ihm gehabt, aber nein, auch wieder weg. Damit wir wenigstens einen Buff hier mal haben. Ach. Oh, wir haben ein Match unter ihm. Oh, oh. Eieiei. Mein Gott, mein Gott. Kein Kommentar, wirklich kein Kommentar. Ja, hier bleibt es eigentlich genauso, ne? Gegen Lila können wir nichts machen, gegen die Grünen haben wir die Roten. Und für Sonja haben wir die beiden Grünen dabei. Komm. Ja, holen wir die erstmal. Wenn wir das so machen. Wenn ich das mache, kommt hier die Combo. Ich krieg leider keinen Diamanten hin. Machen wir das ruhig so. Oh je. Yeah. Ich muss schon wieder hier um jedes einzelne Steinchen irgendwie betteln, weißt du? Das mache, was passiert dann? Der geht hoch. Der bleibt da, der kommt ein nach oben, bringt mir irgendwie gar nichts. Machen wir das hier. War zumindest besser. So. Da siehst du mal, nicht immer auf die vorgeschlagenen Moves von der AI hier setzen. Ja, die ist nämlich mit der gegnerischen AI. Die verstehen sich ganz gut, weißt du? Und deswegen. Würde ich nicht machen. Würde ich nicht drauf hören. Ja, er heilt da jetzt sowieso. Deswegen können wir eigentlich... Wir machen das jetzt mal.
Auch Sonja. Ernst. So, Hänsel macht jetzt erstmal nichts. Hier. Können wir ihn auch von mir aus erstmal triggern. So, jetzt nehmen wir die roten hier. Dann gucken wir mal Sturmfang an. Machen wir Gormick an. Die roten hier oben gehen in die grünen hier unten rein, ja. Machen wir Wilbo an, wollen wir erstmal noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, dass wir hier Dingens wegkriegen. So, perfekt. Perfekt, Wilbo können wir jetzt immer noch anmachen. Machen wir jetzt auch. Weil wir haben nämlich nichts jetzt hier großartig unter Hänsel, was wir spielen können. Deswegen hatte ich gehofft, dass die drei Grünen in Proteus, dass die bei Hänsel irgendwas ausrichten. Aber falsch gedacht. Nehmen wir hier die roten. Ja, jetzt will er unbedingt Wilbo zerstören, merkst du? Ach, jetzt ist der geteilte Schaden weg. So, die beiden sind jetzt gleich auch weg. Hier kriegen wir die grünen zusammen. Gut. Ah, Hänsel auf Proteus. Es ist aber auch eine schwere Geburt hier heute. Zumindest dieser erste Kampf, der ging mir schon wirklich dezent am Keks. Die laufen ja jetzt hier einigermaßen. Obwohl natürlich auch die Boards so sind, dass du da wirklich... Es ist ein schmaler Grat zwischen man schafft es gerade eben und schafft es halt gar nicht. So, ich würde sagen, bei zwei Grünen daneben bleiben wir eigentlich so, oder? Ja, komm. Ach so. Okay. Erste Board, wo ich jetzt sagen würde, okay, da sieht gar nicht so schlecht aus. Roter Diamant und grüne Combo hier, ja. Wir machen erst die grünen. Nicht so viel. Ach, Junge. Wir können immer noch die grünen zuerst machen. Wir machen uns den Diamanten oben nicht kaputt. Machen wir in die Richtung. Löst er eh wieder aus, also von daher. So. Warum? Warum? Warum tust du das eigentlich immer? Ausgerechnet wieder den einzigen, den du da treffen kannst, ne? Komm hier. Auch wenn der Gegenschlag da ist. Was soll's? Wir killen ihn nur nicht mal. Ah, Junge. Oh. Mann. So, wir wollen nicht, dass Waschreck auslöst. Nee, das wollen wir nicht. Gehen wir hier rüber. Geteilter Schaden reicht hoffentlich für Rasselkopf. Jawohl. Das ist nämlich auch das Gute, weil das war jetzt das Geile für Hänsel. Auf den Gegenschlag drauf hat kaum Schaden gemacht, ne? Wegen diesem geteilten Schaden. Aber wir haben trotzdem halt unser Special drauf, dass er nicht auslöst. Das ist halt dann auch praktisch. Jetzt haben wir keinen geteilten Schaden mehr. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Natürlich. Reicht das eine grüne? Natürlich reicht es nicht.
So, komm, Feierabend. Sonnenspider. Okay. Oh, was haben wir denn da? Ja, da muss ich eigentlich noch einen Catmon mitnehmen, weil der Gegenschlag jetzt bei allen ist. Und nehmen wir zwei blaue mit. Also, rot ist mal weg. Nehmen Catmon mit. Oder nee, wir können auch Sonja mitnehmen. Nehmen wir Sonja mit. Wir nehmen. Weißt du was? Wir nehmen hier mal Meyer Weave. Und dich. Achso, dann habe ich keinen blauen Heiler. Machen wir das so. Und ja, dann muss ich aber noch Kirill mitnehmen. Oder? Herr Meyerweave, du kommst gleich nochmal. Wir wollen ja auch versuchen, das anständig zu beenden. Von daher. Schauen wir mal, was hier so bei rumkommt. So, blau haben wir da, wir haben da blau. Blau brauchen wir erstmal hier, um die grünen nach oben. Machen wir das auch erstmal noch so. Die Kombo. Komplette Unordnung jetzt bei mir. Okay. So. Ja, das Gute ist, dass er jetzt nochmal auslöst, weil ich hoffe, gut, sie ist nämlich jetzt nicht in der Ecke. Habe ich ein bisschen fein gehabt jetzt. Ja, wir hauen erstmal das weg, was wir weghauen können, ne? Hier kriegen wir gleich die beiden blauen nach oben. Das heißt, wir hauen mal hier auf Fura. Da. Ach. Ach, Mann, was soll ich denn da? Wie soll ich denn so anständig arbeiten können hier, ey? Ihm bringen wir auch nichts so wirklich. Und dann löst Sturmfang aus. Na gut, der löst sowieso aus, alles klar. Ah. Haben wir Meyer Weave mitnehmen können. Ja, super. Bravo. Bravo, bravo. Tag hier. Daumen nach oben. Ganz stark. Ganz stark. Habe ich schon gesagt, dass das ein Scheißturnier ist? Grün. Blau. Ach, was soll's. Ja, natürlich. Natürlich. Ist wieder Gutmachung angesagt hier anscheinend. Oder das will ich nicht zu laut sagen, sonst geht's gleich wieder schief. Aber das sieht mir doch stark jetzt plötzlich auf einmal nach einem guten Board aus. Guck dir das an. Guck dir das an. Jetzt habe ich Kombos über Kombos und gerade kriege ich nichts. Kannst du mir nicht erzählen, dass das verhältnismäßig ist?
Ja, sorry, Mann, du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Board, das hätte ich gerade. Da hätte man, da, das ist wieder so ein Ding. Ja, das Board vorher, da kannst du überhaupt nichts mitmachen. Das ist totaler Müll. Und hier kriegst du auf einmal so ein Selbstläuferboard. Ja? Warum? Warum? Dann soll man wenigstens ansatzweise irgendwie einen prozentualen Anteil von, dass der prozentuale Anteil der Steine alles immer irgendwie gleich ist. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin kein scheiß Entwickler und so, aber das kann nicht sein, dass ein Board wirklich so totaler Müll ist und gar nichts bringt. Und das andere Board, das ist dann so. Jetzt kommt noch die Goblin-Kiste, ey. Haben wir da drin. Stark. Ganz stark. Das. Achso, wir haben eine freie Beschwörung gekriegt heute hier, ne? Also zwei in dem Sinne. Hier, die nutze ich aber nicht. Ich sammle wieder bis Ostern. Und hier sammeln wir auch. Eine Beschwörung macht jetzt wenig Sinn. Ja, wir haben keine Kiste, die wir da wenden können. Von daher, wir sammeln, dann. Wobei ich gehört habe, dass Valhalla bei vielen Leuten gut läuft, da viele Lord Loki kriegen. Oh, warte mal, haben wir noch irgendwas fertig? 135 kommen wir da ran, hier oben. Hier haben wir auch nichts. Ja, da können wir dann auch nichts mehr öffnen. Das ist alles fertig. Ja, ich habe, wem es nicht aufgefallen ist. Ich habe bei Yeong gestern mal fertig gemacht. Also, was heißt fertig auf 370, ja. Können ihn aufsteigen lassen, aber ich weiß halt nicht, was der Januar bringt. Kriege ich Thor, kriege ich Odin, kriege ich beide, kriege ich keinen. Weiß ich nicht, ja. Und dann habe ich halt die Wahl zwischen Baejong, Inari, Neith, Ranvir, zweiter Drake. Ranvir wahrscheinlich eher nicht, ja. Aber muss man mal gucken. Kommt natürlich auch darauf an. Wenn ich das Kostüm für June kriege, überlege ich vielleicht auch einen zweiten June dann zu leveln. Ja, ich habe ja unten noch welche. Und dann ist halt eine zweite Lee jetzt mal nach oben gerutscht, weil ich habe eigentlich alle gelben, die mich so interessieren. Die habe ich schon einmal gelevelt, da muss ich nicht noch einen zweiten von machen. Da habe ich dann überlegt, machst du jetzt einen ersten Chao, machst du eine zweite Gretel, einen zweiten Schakal oder machst du eine zweite Lee? Und da habe ich mir gedacht, eine zweite Lee, um die Leute im Turnier zu triggern, um die dann dahin zu stellen. Ja, einfach nur, um Leute zu ärgern, level ich eine zweite Lee. Und aktuell ist jetzt mein Ziel Noah. Ja, guck mal, die ist auf Level 10 und die hat schon 3 von 8. Überleg mal. Die war, also diese 3 von 8 hat sie schon seit Level 7 oder sowas. Ich habe einmal, oder ich habe zweimal 2% gehabt. Und beide Male hat es funktioniert. Beide Male bei 2% ist das Special hochgegangen. Sie level ich einfach erstmal auch bis 370. Für sehr schnelle Kriege. Ja, diese sehr schnellen Kriege, die sind mir sowas von am Sack gegangen, dass ich mir jetzt einfach aus Protest überlege, langsame Helden zu leveln. Das ist der erste aus der Reihe. Du wirst dann auch bald kommen. Du bist zwar mittel, aber wollen wir mal was Spezielles haben. Ja, wieder mal einen, den man nicht so häufig sieht. Ja, und dann Frank und Almur, die kommen dann halt auch nochmal irgendwann dran. Ja, wird dann immer gewechselt. Ein Gelber fertig, nächster Gelber rückt dran nach und dann immer so weiter. Wie gesagt, jetzt Noah und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. So, 5 Stunden, dann gibt es wieder einen neuen, einen anderen Season 1-Helden, ja. Ja, und sonst habe ich hier nichts mehr. Ist haben wir gemacht. Titan ist auch down, da müssen wir warten. Dann bin ich fertig. Also in dem Sinne. Nochmal frohe Weihnachten von mir und vielen Dank auch nochmal an alle, die mir gratuliert haben. Ja, hat mich sehr gefreut. Und ja, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns dann am Wochenende zum Krieg. Macht's gut. Ciao.